Schönen guten Abend, meine Freunde. Ja, ich habe mal wieder Kommentare gelesen. Einer hat sie ja wieder gelöscht und so. Der meint schon, in Deutschland braucht man lange keinen Meistertitel. Nein, so wie Fliesenleger ist kein Meistertitelpflicht mehr, aber es wird wieder kommen, weil viel Fusch gemacht wird. Maurer muss einen Meistertitel haben, der darf keinen Stein setzen, ja. Aber du kannst ohne Meistertitel kannst du machen, Restaurierung an Building. Aber wenn du einen Meistertitel hast, darfst du Häuser bauen bis 4 Stockwerke. Danach ist das Schluss, dann musst du schon ein Ingenieur sein. Und wenn man so fragt, Meistertitel ist nichts wert heutzutage, das gebe ich auch recht. Wenn ich das so sehe, ärgere ich mich das heute, warum mich denn meine 20.000, 25.000 bezahlt und meine Freizeit geopfert hat dafür. Ja, ja, ich brauchte nur halbes Lehrgang für Meistertitel, weil ich schon über 5 Jahre als Fliesenleger gearbeitet habe, wo man keinen Meister braucht, und Restaurierung an Häuser. Man muss das belegen, dann musst du nur eine Schulung mitmachen, wie dass du Ahnung hast, ein bisschen von deiner Rechnungsart und allem drum und dran. Das kannst du bei der Handelskammer machen und alles drum und dran. Wenn du das kannst du auch nach der Schule machen, so. Die bieten da auch Kurse an und so, das ist günstiger und so. Aber wenn du Erfahrung hast und kannst alles belegen, kannst du es auch so kriegen. Ja? Bei mir ist das halb und halb gewesen, weil das mit Rechnung gewesen ist und allem drum und dran und so. Und dafür habe ich auch gekämpft. Zuerst haben sie gesagt, ja, ich habe Berufserfahrung und so, ich konnte es auch belegen und so. Nachher nein, und habe ich das Lehrgang mitgemacht und so. Das habe ich auch, mein Chef hat auch teilweise zu bezahlt, das hat nicht so viel gekostet und so, nur die Freizeit hat gekostet. Mein Chef hat was Teil zu bezahlt und so, und ich. Ja, da gab es auch schon, da braucht man keinen Titel, aber du kannst keine Häuser bauen. Ja, das haben sie mich auch angedroht. Und habe gesagt, wissen Sie was, meine Firma läuft nicht als Maurerbetrieb, es läuft als Restaurierungsbetrieb und Fliesenleger. Ja, so ist das. Und so habe ich das dann gemacht. Und mein Chef sagt auch, ja, kannst du machen, ich bezahle dir die Hälfte. Ich brauche ja auch einer, der ein bisschen auch Vertretung macht für die Baustellen, ja. Mein Chef hat einen Betrieb gehabt, wo ich gearbeitet habe mit 50 Leuten, ja. Und wenn ich das heute so sehe, so die letzten Jahre, du kriegst keinen Lohn mehr als Meister und so. Und wenn du zu alt bist, wird dich keiner auch keiner nehmen und so. Die zahlen alles Mindestlohn, die zahlen nicht mehr so wie Tarif und so. Und das ist nur traurig und so. Ja, viele meinten, dann baue mein Haus selbst und so. Würde ich machen, aus gesundheitlichen Gründen mache ich jetzt nur kleine Arbeiten, weil das mein Rücken nicht mehr gut ist. Und ja, so habe ich gesagt zu meiner Frau, ja, ich wollte ja mein Haus selbst bauen hier, aber ich habe das selbst gesehen, ich bin zu alt dafür. Aber die Außenküche und das Gästehaus, das mache ich noch so und allem und dran. Und das werde ich schon schaffen und so. Ich habe ja Zeit, so, und das kann ich machen. Und dann werde ich das auch alleine machen, weil das viel Spezialarbeit ist und so. Und das werde ich dann auch machen, denn ich wünsche noch ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Ciao.